die Atmosphäre in einem Raum, bei einer Präsentation, bei einer Rede, bei einem Vortrag, wird entscheidend geprägt durch die Person, die vor dem Publikum steht. Alles, was wir aussenden, bekommen wir zurück, sagt eine alte Weisheit. Und das gilt insbesondere auch das, was wir nicht sprachlich aussenden, das, was von unserem Gesicht ausgeht, das, was unsere Mimik signalisiert. Dieses hat Albert Schweitzer vor Jahren mal sehr anschaulich ausgedrückt. Er hat mal gesagt, sinngemäß, mit 20 Jahren hat ein Mensch das Gesicht, das der liebe Gott ihm gegeben hat, mit 40 Jahren das Gesicht, das das Leben ihm gegeben hat und mit 60 das, das er verdient. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was er damit meint. Er meint damit Einstellungen, Grundeinstellungen, Lebenshaltungen spiegeln sich im Gesichtsausdruck wider. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie vor Publikum auftreten, dass Sie eine freundliche Mimik haben, dass etwas Positives von Ihnen ausgeht. Denn je positiver die Signale sind, umso positiver ist Ihr Publikum eingestellt und umso leichter erreichen Sie die Menschen, umso leichter überzeugen Sie die Menschen von Ihrer Botschaft, umso leichter verkaufen Sie auch Ihre Botschaft, Ihrem Management oder Ihren Kunden gegenüber. Also deshalb nochmal meine Bitte, achten Sie auf Ihre Mimik. Übrigens noch ein Gedanke zum Schluss, den Optimisten und den Pessimisten. Erkennen Sie wunderbar daran, der Optimist hat die Fältchen eher an den Augen hier außen, der Pessimist hat sie eher auf der Nase. Denken Sie bitte selber darüber nach, mit wem Sie lieber im Kontakt sind. Für mich gelten hier ganz klar diejenigen mit den Fältchen an den Augen. In diesem Sinne alles Gute und viel Erfolg für Sie weiterhin.